Heute mal wieder was aus der Muss-Halt-Sein-Ecke. Und zwar, ja, die Teile hier. Wunderbare Bluetooth-Headsets. Nützliche Helfer, vor allen Dingen, wenn man halt unterwegs ist oder im Büro viel telefonieren muss. Aber, ja, irgendwie halten die bei mir nie so wirklich lange. Das hier sind jetzt meine zwei letzten, die ich im Einsatz hatte. Hier mit denen war ich extrem zufrieden. Also, das hat eine englische Sprachausgabe. Kann zwei Geräte gleichzeitig und ja, Buttons alle sehr gut zu drücken, gefällt mir eigentlich relativ gut. Problem? Naja, es funktioniert zwar noch, also wenn ich einschalte, können wir hier hören. Power up. Er macht noch Power up und so weiter, geht auch in Pairing und so. Aber ja, ich kann es mit keinem Gerät mehr finden, da ist anscheinend der Bluetooth-Transceiver kaputt da drin. Und das hier, das war mein letztes. Auch zwei Geräte tauglich. Und das ist bei mir halt auch relativ wichtig, weil ich viele Endgeräte habe. Ich hätte natürlich gerne noch mehr als zwei, weil wenn wir mal gucken, wir haben ein Handy, Tablet, zweites Tablet, PC, irgendwelche Festnetztelefone, da kommt schon einiges zusammen. Aber was erzähle ich hier von Funktionen? Es geht ja eher darum, was nicht funktioniert. Nun ja, das lässt sich nicht mehr einschalten und ja, auch wenn ich das Ladekabel reinstecke in die Micro-USB-Buchse oben, kommt keine Lampe, also könnte der Akku sein. Wie auch immer, von außen komme ich nicht weiter, also nehmen wir die Teile mal auseinander. Also, schauen wir uns erstmal den hier an. Wie gesagt, bei dem vermute ich eigentlich irgendein Akkuproblem. Das heißt, erster Test wäre dann wohl mal, sagt der Akku noch was? Das heißt, wir wollen hier einfach mal unser Multimeter, gehen nicht auf Delta und versuchen einfach mal hier den Akku zu messen. Vielleicht tut sich da ja was. Und genau das habe ich mir gedacht. Der Akku ist auf 0 Volt. Das heißt, ich gehe mal davon aus, der ist protected, so wie der aussieht. Da oben sehen wir noch so ein bisschen was. Das könnte ein Zellschutz sein. Entweder ist der Lademechanismus selber auf dem Board irgendwie kaputt, dass der nichts rausgibt. Oder das Netzteil, mit dem ich versucht habe, das zu laden, hat irgendwie Blödsinn gebaut und hatte eine zu kleine Spannung oder sowas. Das habe ich schon öfter gehabt. Das heißt, man steckt das Ding rein. Der sagt auch, er lädt, kriegt aber nicht die Spannung, um den Akku zu laden. Und in Wahrheit entlädt er quasi den Akku, während er meint, er lädt. Deswegen geht auch die Schutzelektronik nicht an oder solche Späße. Und ja, das führt dann meistens zu solchen Abschaltungen. Sinnvollste Möglichkeit hier, da wir dummerweise nicht allzu viel Platz haben, wäre jetzt erste Mal zu messen, ob, wenn ich ein USB anstecke, hier noch Strom rauskommt, also in Richtung Zelle geht. Wenn das der Fall ist, dann kann ich immer noch versuchen, einfach den Akku zu laden. Vielleicht, wie gesagt, dass einfach nur das Kabel kaputt war oder das Netzteil oder ähnliches. Wenn das nicht der Fall ist und er nichts tut, dann gäbe es noch die Möglichkeit, dass ich den Akku extern lade, das heißt hier ablöte, an irgendein Lithium-Ladegerät hänge und dann ganz vorsichtig mal wieder hochprügel, bis dass er wieder läuft. Muss man dann schauen, ob danach das Laden auch wieder hier drüber funktioniert. Wie gesagt, mit etwas Glück ist einfach nur der Prozessor blöd oder sowas. Wenn es nicht funktioniert, ja, eventuell Stecker dran oder irgendwie den Akku extern gemacht. Naja, mal gucken. So, ich suche mal erstmal noch ein Micro-USB-Kabel und dann testen wir das Ding mal. Und wenn wir gerade schon dabei sind, dann messen wir doch auch mal die Batterie hier von der Kiste. Vielleicht hat er auch einfach nur eine leere Batterie oder so. Ist zwar unwahrscheinlich, aber wir haben gerade alles greifbar. Von daher können wir das tun. 4,12 Volt, das ist definitiv ein voller Akku. So, schauen wir erstmal, was der hier sagt. Ich habe jetzt hier mal ein Kabel geguckt, dass auch Strom rauskommt und habe mein Labornetzteil dran. Dann sehen wir auch, was passiert. So, noch ist Strom aus. Dann müssen wir mal gerade gucken. Ich meine, der hat auch eine LED irgendwo. Ja, da sind zwei LEDs. Dann legen wir den nochmal so hin. Dann geben wir mal konservativ 5 Volt mit 100 Ampere Limit drauf und wir ziehen etwa 6 mA. Wir sehen, die rote LED hat gerade einmal geblinkt. Ja, ich sehe sie dunkel leuchten, aber mehr tut sich da nichts, wie es aussieht. Jetzt ist die Frage, das könnte auch jetzt sein, dass er versucht zu laden. Okay, Messgeräte alle dazwischen und wir haben im Moment eine Akkuspannung von 90 Millivolt angeblich. So, Pi mal Daumen und ich gebe jetzt mal Strom drauf. Wir haben wieder unsere 6 mA und ja, doch. 4,5 mA fließen Richtung Akku und wir sehen, die Akkuspannung ist auf
etwa 0,961 Volt. Also irgendwas scheint da zu tun. Ich würde mal sagen, ich lasse den einfach mal hier so stehen und gucke dann nachher, ob die Spannung steigt. Ja, so 50 Minuten später und wenn wir nochmal anschmeißen, 9,6 Volt, da hat sich nichts getan. Also nicht 9,6, 0,96 Volt, da hat sich also nichts getan. Ach, und wenn wir ausschalten, hier sehen wir gerade, die Spannung sinkt schlicht und ergreifend. Also, das wird eher ein Kondensator sein als der Akku. Also, Plan B. Und er lautet, ich beschicke den Akku mal direkt mit Strom. Das heißt also ohne Umweg über das Teil hier, direkt vom Netzteil hier entsprechend 4, irgendwas Volt drauf. Möglichst nicht über 4,2, weil sonst macht's bumm, eventuell. Naja, gut, hier so ein 80 mAh Akku, da ist nicht viel Energie drin. Aber ich will es auch nicht ausprobieren. Konservatives Limit, 8 mA und so. Ich hoffe mal, dass das dann reicht, um dem Chip hier zu sagen, wenn er denn noch lebt, dass er jetzt wieder okay ist, die Spannung. Also schalten wir mal ein. Dann sind wir bei 0,81 Volt. Und das zeigt auch ungefähr mein Messgerät hier. Erhöhe ich jetzt den Strom, um zu gucken, ob er hochkommt, oder gehe ich davon aus, dass die Kiste hier tatsächlich eine Macke hat? Ach komm, Strom hoch. Wie war nochmal so der Daumen? 1C sollte gehen, also 80 mA, mal 20. Die Spannung steigt, aber nicht auf Werte, die ich mag. 30, 40. Nee. Bei 40 mA 1 Volt und es tut sich nichts. Ich würde sagen, die Schutzbeschaltung hat da eine Macke. Das ist doof. Okay, egal was ich mache, ich kriege hier kein Anzeichen, dass der irgendwie eine Ladung annimmt. Also deklarieren wir das mal als Akkuschaden. Ich guck mal, ob ich eventuell hier irgendeinen von den anderen Akkus noch so weit aufgeladen bekomme, dass er was hält. Und dann klemmen wir den einfach mal an das Ding dran. Gucken, ob es noch funktioniert. Würde ich mal sagen, gucken wir uns mal den anderen an, ob ich da noch etwas finde. Wie gesagt, ich vermute, dass da der Sender durch ist, aber drüber gucken kann man ja mal. Wir sehen hier unten die Antenne. Die geht dann entsprechend nach oben. Und so sieht man das auch schon besser. Hier unten haben wir also die Antenne. Der geht hier hoch, geht auf diesen Kondensator, der das Ganze koppelt, und das scheint direkt in diesen IC reinzugehen. Das heißt also, der Verstärker und alles ist wahrscheinlich hier in dem Chip schon mit drin. Ist für uns jetzt natürlich ein bisschen schlecht, weil allzu viel kann man jetzt da nicht messen. Aber wir können auf jeden Fall mal drauf schauen, ob er irgendetwas sagt. Würde ich zumindest mal schätzen. Bluetooth 2,4 GHz. Hey, da habe ich doch was Passendes. Also packen wir erstmal Handy hier hin. Dann sehen wir auch, ob was zu finden ist. Und ich hole mal noch mein SDR. Können wir gucken, ob überhaupt irgendwas an auffälligen Signalen da ist. Ja, und Bluetooth arbeitet im 2,4 GHz ISM-Band, also da, wo auch WLAN und Co. sind. Das ist Fluch und Segen zugleich. Segen, weil, hey, ich kann hier einfach meine gute alte WLAN-Antenne ans SDR anklemmen. Und Fluch, weil, ja, da ist natürlich auch schon so einiges los. Nun gut, ich hoffe, man sieht einen Unterschied. Oder ich sehe einen Unterschied. Also schmeißen wir das Ding mal an und gucken, ob er was sagt. An. Ich höre was. Aber ich sehe auf dem Frequenzband nichts Neues. Jetzt sagt er gerade Pairing. Wir sehen die LEDs leuchten. Und ja, er sagt immer noch fleißig Pairing, aber hier erscheint nichts in der Liste. Keine Bluetooth-Geräte gefunden und ich hatte gerade auch definitiv eine Bluetooth-Anzeige auf meinem SDR, während er hier gesucht hat, aber von dem scheint nichts zu kommen. Doof. Ja, und ich habe gerade noch mal probiert, direkt hier unten, wo die Antenne abgeht, an diesem Kondensator da auch mal ein Signal abzugreifen und da sehe ich nichts, um ehrlich zu sein. Also gehe ich einfach mal davon aus, dass hier wirklich der Sender, der da drin ist, irgendwo verreckt ist. Natürlich ein bisschen schade, weil, wie gesagt, das hier war ein Teil, was eigentlich genau das getan hatte, was ich wollte. Aber, nee, man kann halt nicht alles haben. Kommt dann wohl in die Tonne. Und gerade das hier noch zum Vergleich. Das hier ist ein älteres Headset, Markenware von Logitech. Man sieht auf jeden Fall ein paar Sachen, wo sie mehr Geld ausgegeben haben. So ist beispielsweise hier der Akku gesteckt. Den kann man einfach abziehen, was in manchen Situationen helfen kann, sodass man den Akku wechseln kann. Antenne ist hier nicht onboard, sondern so ein kleines Drahtstückchen.
Ob es Vorteil oder Nachteil ist, sei mal dahingestellt. Bei einem Headset hat man eigentlich eh nicht so die Anforderungen. Dediziertes Mikrofon unten. Die Hörerbuchse war hier auch, wie wir sehen, fest dran. Was man hier gut sehen kann, der Bluetooth-Chip, der ist einfach hier Huckepack gelötet. Wie das aussieht, ich gehe mal davon aus, dass der Bluetooth ist, jedenfalls von der Lage. Und ja, ansonsten relativ identisch, aber wie gesagt, das hat schon 10 Jahre oder so auf dem Buckel, also da brauchen wir gar nicht weiter zu gucken. Und kurzer Blick hier mal auf diese kleine Logitech-Zelle, die jetzt, wie gesagt, seit, keine Ahnung, ich schätze mal bestimmt 8 Jahren oder so in der Kiste rumfliegt. Und hey, 3,6 Volt. Tut wohl doch noch was. Mal gucken, ob es auch lädt. Und jupp, die Spannung sehen wir hier. 3,79, 3,8, 3,8. Na komm, spring um. Ah, man sieht auf jeden Fall, die Spannung steigt und das sieht deutlich besser aus als die andere Zelle. Und da habe ich in der Krabbelkiste doch glatt noch einen gefunden. Ja, dieses Teil hier, wie man sehen kann, ja, da ist leider der Ohrpart abgebrochen. Und ich meine, das war sogar das erste Bluetooth-Headset, was ich jemals hatte. Ja, wir haben einen großen Button, gedrückt halten, einen ausschalten, kurz drücken zum Annehmen, Lautstärke hoch, runter und einen, ja, sehr seltsamen Anschluss. Kam damals, glaube ich, mit einem USB-Kabel zum Laden. Na, gucken wir mal, was da drin ist. Ich gehe mal davon aus, dass hier deutlich größere Bauteile noch drin sind, einfach vom Alter her. Ja, wie wir sehen, alles nur geklippt hier. Und ui, ja, ich würde mal sagen, der Akku, der hat sich auch ein bisschen aufgebläht. Hat sich schön hier reingedrückt in die Rückseite. Ja, so sollten Akkus üblicherweise nicht aussehen. Oh ja, der ist definitiv gebläht. Den kann ich hier richtig schön reindrücken. Und wie wir sehen, das scheint tatsächlich hier fast über die komplette Länge zu gehen. Dieses Board, auch ausgekurvt, was man eigentlich halt nicht macht, weil es halt ziemlich teuer ist in der Produktion. Aber anscheinend brauchte man damals den Platz. Gucken, ob wir den rausbekommen, denn auf der Oberseite sehen wir nicht ganz so viel. Da sehen wir halt nur diese seltsame USB-Buchse und die Schalter. Und tada, das ist das, was wir auf der Unterseite haben. Auch wieder hauptsächlich um einen Chip drumherum gebaut. 21315, soweit ich sehe. Einen großen Quarz mit dabei, 16 Megahertz sein. Die letzte Zahl ist ein bisschen ach nee, das ist keine Zahl, das ist ein J. Okay, wenn man auf dem Kameradisplay mehr sieht als auf dem Teil. Ja. Einen kleinen Regler, das wird wahrscheinlich Linearregler sein oder Power Regulator für den Akku. Dann haben wir hier noch einen kleinen, kann ich nicht direkt erkennen, wird wahrscheinlich irgendeine Art Speicher sein. Und noch einen kleinen Regler. Sehr viele, sehr große Caps drauf, also ja, Entkopplung nehmen sie anscheinend ernst. Wir haben hier LEDs, 1, 2, das sie könnte, nee, das sieht mir eher, interessante Bauform mit dem schwarzen Punkt. Scheint auch irgendeine Art IC zu sein. Und ja, das war's dann soweit auch schon. Noch ein Regler. Davon hatten sie auf jeden Fall genug. Ganz unten haben wir die Antenne wieder auf dem Board drauf. Wie man schön sehen kann, hier zickzack und so leicht diagonal, dass es auch noch irgendwie aufs Board drauf passt. 7.01, also wenn das davon 7 Revisionen gab, dann Prost Mahlzeit. Naja, gut. Und wenn wir mal so die Traces nachgucken, das geht auch soweit alles zum Hauptchip. Also ich gehe mal davon aus, der macht da auch wieder alles Mögliche in einem. Okay, die hier sehen auch wieder interessant aus. Ich weiß nicht, inwieweit es auf der Kamera rumkommt, aber da ist so eine Art Kupfermuster auf der Oberseite. Ich hätte es jetzt erstmal als Kondensator abgetan, aber könnten eventuell Spulen sein. Also, älteres Modell, alles ein bisschen größer gehalten, ein bisschen esoterische Komponenten. Gerade wenn wir gucken, hier dieser komische Filter oder was das ist. Und auch hier unten am Mikrofon das Kabel. Ja, einfach mal so schön verdrillt. Anscheinend so Lackdraht, Litze, was auch immer. Na gut, ansonsten, wie gesagt, das Ding ist definitiv tot. Zum einen, weil das USB-Kabel ist eh für den Hintern. Und zum zweiten, wie gesagt, das Ding hier, das ist gebläht ohne Ende. Hat das Zeitliche definitiv gesegnet. Also Elektroschrott.
Okay, mit Sicherheit nicht der richtige Stecker dafür, aber ich habe immerhin einen Stecker. Und ja, beschwer dich ruhig. Ich habe hier meine entsprechende Simulation. Hier hängt mein Labornetzteil dran und mit dem simuliere ich dann einfach mal ein bisschen Akkuspannung. Mal gucken, ob er dann was sagt. Ich würde mal sagen, wir stecken den hier einfach erst einmal ein. Was gar nicht so einfach ist. Okay, plus, minus, sollte passen. Eventuell den Einschalter dann noch auf einstellen. Zack. Und dann geben wir mal Strom drauf. Und das sieht gut aus. Es blinkt rot-blau. Das müsste heißen, er versucht zu pairen. Gucken wir mal, was mein Handy dazu sagt. Und das sieht gut aus. Wir sind verbunden. Es war also offensichtlich tatsächlich die Batterie, die den Geist aufgegeben hat. Versuchen wir mal einfach hier irgendwas abzuspielen. Und ja, ich höre auch Ton hier unten. Das ist gut. Das kommt hin. Wunderbar. Tja, ich habe wie gesagt keinen Akku, der wirklich da reinpasst. Das kleinste, was ich sonst so gefunden habe, ist wirklich der hier aus dem anderen Headset. Der hier geht zwar auch, aber der ist relativ dick, wenn wir gucken. Und wie gesagt, der ist schon was älter. Ich meine, den könnte ich zwar hier unten irgendwie dran kleben, aber wirklich gefällt mir das nicht. Ja, im Zweifel ein bisschen Gaffer drum, wird schon passen, oder? Im Übrigen 100 Punkte auch für den Stromverbrauch. Also im Moment hat das Ding einen Verbrauch von im Durchschnitt 0,065 mA. Und ab und zu, wenn er dann mal was sendet oder empfängt, geht er auf 2,5 mA hoch. Das ist dann wahrscheinlich aber eher die LED, die ich da sehe, oder? Ja, das ist, wenn die LED leuchtet. Also der Standby ist auf jeden Fall überschaubar. Und wenn wir Ton drauf abspielen, dann geht er hoch. Ja, okay, 13, 14 mA, so um den Dreh. Also nicht ganz so wenig, aber sollte eigentlich passen. Und wenn ich schon dabei bin, die Mikrofonqualität war immer überschaubar. Ich denke, ich werde das Loch hier noch ein bisschen vergrößern, in der Hoffnung, dass da ein bisschen mehr reinkommt. Und ja, das ist dann der finale Aufbau. Wie gesagt, die Buchsen sind etwas überdimensioniert, aber hey, der Akku klebt einfach vorne drauf. Und ich denke mal, ist sogar relativ praktisch, weil wir dann im Prinzip so eine Art Schallschutznummer bekommen fürs Mikrofon. Mal gucken, ob es wirklich funktioniert. Ich hau noch ein bisschen Isoband drüber, dass es nicht direkt so aussieht, als müsse man irgendwie das Entschärfungskommando rufen. Und ja, dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Und vor allen Dingen, wenn ich USB reinstecke, ob der Akku denn auch lädt. Denn das ist ja noch die große Frage, ob überhaupt die Ladeschaltung hier drin überhaupt noch funktioniert. Aber das sehe ich ja dann anhand vom Stromverbrauch der USB-Buchse. Boah, und das ist dann unser Frankenstein-Headset. Nicht schön, aber sollte mich zumindest mal, bis was Neues ankommt, irgendwie retten. Und ja gut, ich guck mal, vielleicht finde ich noch irgendwelche kleineren Verbinder. Dann fällt schon mal hier der ganze Seitenblock weg. Und eventuell auch noch einen kleineren Akku. Mal gucken, aber ich kann mich jetzt nicht entsinnen, was anderes noch in der Bastelkiste zu haben, was da reinpassen würde. Und was passiert, wenn wir USB einstecken? Nee. Ah, 70 mA. Und wenn wir drauf schauen, rotes Lämpchen, ich würde sagen, der lädt. Also war definitiv der Akku, nicht die Schaltung da drin. Aber mal gucken, fürs Erste tut er hier wieder halbwegs das, was es soll.